Es ist kurz nach 10. Nein, kurz vor 10. Ich bin hier wieder an der Sternwarte in Windsor. Sehr neblig bei etwa 0 Grad. Es soll heute noch besser werden. Soll hier noch die Sonne kommen. Sieht man die kleine Sternwarte. Und normalerweise müsste man da jetzt richtig schön weit Richtung Westen schauen können. Ich hoffe, dass der Nebel noch sich verzieht, dass wir dann vielleicht ein bisschen besseren Blick haben. So, ich stehe wieder auf meinem Platz. Mit dem 11 Meter, GFK-Masten und der T2LT-Antenne. Das Funkgerät ist die CRT-SS9900 und da schauen wir mal, ob wir heute die Bayern-Runde auf Kanal 8 USB erreichen können. Aber ich denke mal schon, ich habe es schon recht ordentlich gehört, sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, dann gehen wir mal ins Fahrzeuginnere und lauschen. Bis gleich. Sind wir mal im Inneren und sind auf der 27055 USB. Achtung, ein X für die MyClima 22. Achtung, ein X für die MyClima 22. Zum Glück haben wir nicht gefroren, wir hatten minus 4,5
scheint ein bisschen, das haben wir hier noch in den Wolken. Und wenn man rausschaut, ich glaube Richtung da hinunter, müsste es schon langsam klar werden. Jawohl, okay, ich hätte auch eine Station in den Grund, macht ein wenig weiter. Mehr oder später nochmal. Alles klar, dann bis später, Rainer, gell? 73, ich hab mich gefreut. Servus. Achtung, ein X für die Mike Lima 22. Ich habe vorhin den Kilo Romeo gehört und irgendwie Lima 22. Kilo Romeo, würde ich mal als erstes nach Mattenhausen ist Mike schmeißen. Ja, Thomas, guten Morgen, grüß dich, servus, hier ist der Rudi Kilo Romeo aus Mattenhausen. Freut mich, dass ich hier mal direkt wieder so am Mikrofon bzw. am Lautsprecher habe. Das Mikrofon zurück zu dir, oder soll ich? Schreib mir Rudi, aktuell Santiago 5, Radio 4, also es geht an sich sehr gut, genau, und ja, war ganz schön hier in Nappburg oberkünftig, war eine schöne Nacht, waren schöne Verbindungen, und ja, hat auch so generell viel Spaß gemacht, dann war wieder weniger so Funger. Weihnachtsmarkt, so wurde es hier ein wenig dekoriert. War echt schön mit Lebkuchen und Zeug und Horn und Glühwein. War echt schick. Ja, ich hab das schon mitbekommen, gell, dass ihr da oben seid. Ich hab gestern auch ziemlich am Anfang mit dem Handy einmal eine Kollision gehabt. Ich hab dann aber nicht mehr in meine Funkkaputte reingekommen. Das ist ja bei mir im Büro. Weil ich hab nämlich gestern, oder wir haben gestern 5 Enkelkinder bei uns gehabt und die haben da auch geschlafen. Ich hab's dann später bloß noch ein bisschen mit. Dann geht's wieder nach Hause. Guten Morgen!
So, also bei mir 9 und 5 kommst du hier gut an, Rudi, ne? Geht sehr gut. Ein X für die Mike Lima 22. Achtung, ein X für die Mike Lima 22. Geht gut. Marco,
Marco, wenn jemand wirft, dann ruft rein. Und dann schmeiße ich es Mike Weiler zur Mike Lima 22, wenn ich es jetzt richtig vor ihm verstanden habe. Ja, das hast du richtig verstanden. Die besten Sonntagsfunkgrüße von mir, von der Mike Lima 22. Aktueller Standort ist an der Sternwarte in Winzer. Das liegt in der Nähe von Hengersberg und bin auf ca. 450 Meter. Und ich gebe die Werte nach Nappburg mit einer S9 Radio 5 ganz sauber bei mir. Mein Name ist ebenfalls Thomas und ich bin bei Winzer, Winzer, wie der Weinbauer. Winzer heißt es, ist es der Ort oder was, bei Hengersberg? Ganz genau, ganz genau. Und da ist eine schöne Sternwarte, da kann man schön googeln, da findet man meinen Standort ganz leicht. Ja, da müssen wir später mal gucken. Ja, recht nette Gegend, wenn es nicht so neblig wäre. Und wir haben hier bei uns in der Gegend 0 Grad aktuell. Jawohl, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das wir jetzt hier mittlerweile haben. Es können jetzt auch schon die 0 rankommen. Wir hatten heute Morgen 4,5 minus. Ja, das ist schon einiges. Ich wollte heute eigentlich auf den Dreisesselberg fahren, aber das war mir dann doch ein bisschen viel Eis und Schnee da oben. Okay, dann bedanke ich mich und gehe mal wieder etwas in den Hintergrund, damit die anderen ein bisschen Zeit und Muße haben, hier reinzukommen. Ich wünsche euch die 73 und man hört sich wieder. Alles klar, Thomas, ja, die 73 und schönen Sonntag, schönen zweiten Advent. Mach's gut, ciao, ciao. Jo, ciao. Ja, hat doch wunderbar geklappt.